Hey YouTube, willkommen zum nächsten Part meiner Road to Glory und heute beschäftigen wir uns mit einigen Sachen, die in den letzten Tagen so passiert sind. An der Stelle, ja, am Wochenende kam kein Video von mir, weil da der erste Foot Cup stattfand und den habe ich natürlich mitgespielt und hatte ja schon letztens im Video gesagt, weswegen es so wenig Content gab von mir, war einfach, weil ich mich auf diesen Foot Cup konzentriert habe, trainiert habe und dementsprechend weniger Zeit ja für Content war. Aber jetzt ist der Cup vorbei. Ich habe sogar sehr gut abgeschlossen, wie ich finde. Wir haben nämlich eine Top 32 Platzierung von über 700, knapp 700 Teilnehmern aus ganz Europa, also die besten Spieler Europas auf der Xbox haben mitgemacht. Wir haben eine Top 32 Platzierung und wichtige 300 Pro Points gesammelt für die Weltrangliste, wenn es ja dann darum geht, nachher am Ende des Jahres bei den Playoffs oder auch dann später bei der WM dabei zu sein. Sehr, sehr nice, bin sehr zufrieden mit der Platzierung. War auch einiges mehr drin, weil ich auch stark gespielt habe, aber gut, nehmen wir mit. Ich weiß, woran es gehapert hat und mach's beim nächsten Mal besser. Aber jetzt wollen wir uns mit hier mit dem Content beschäftigen. Denn am Freitag kam ein ganz neues Event zu Black Friday, denn das Best of Team of the Week, das kam ja schon am Donnerstag. Da habt ihr auch schon das Set gesehen. Wir hatten ja noch ein 11er Inform-Set. Das war nicht so berauschend. Und dann kam am Freitag ja diese Record-Breaker-Promo quasi. Record-Breaker sind ja schon immer eigentlich im FIFA drin, aber diesmal kam eine Special-Promo, wo halt mehrere Record-Breaker auch ja, rausgebracht wurden in die Packs. Aber nicht nur die Packs, sondern auch zu mehr Spielen zum Beispiel. Und das sind die Spieler, die wir haben. Wir haben einmal Mbappé, Van Dijk, David Silva, Sancho, Vardy, Falcao, Vela, Cesc Fabregas, Donnarumma und Oscar. Ein paar interessante Spieler auf jeden Fall, die hier mit am Start sind. Was ist noch so gekommen? Wenn wir mal in Objectives reingehen, haben wir nämlich auch zum Beispiel ihn hier bekommen. Record Breaker Rodrigo. Eine coole Karte, wie ich finde. Werden wir uns definitiv erspielen. Wie gesagt, jetzt setze ich mich ran unter der Woche, um hier die Spieler mal zu erspielen. Die habe ich nämlich in der letzten Zeit ja, schleifen lassen. Wir haben Doilo Feo noch, wir haben Hector Bellerin, den wir noch erspielen müssen. Ihn müssen wir definitiv noch bis Mittwoch freispielen. Und ja, das ist bei den Objectives gekommen. Und wir haben einige SBCs auch noch bekommen. Da gehen wir auch mal direkt rein und gucken uns das Ganze an. Wir haben Spieler-SBCs, aber auch Pack-SBCs bekommen. Gestern zum Beispiel ist jetzt Wes Morgan, eine Silber-Moments-Karte, gekommen zum, ja, zum Machen. Ich weiß nicht, wie viel er kostet. 82er Team braucht man für ihn. Auf jeden Fall ganz cool. Und dann ist auch noch Memphis Depay im Moments gekommen. Schade, dass er nicht mehr Pace bekommen hat. Das ist halt plus 2 Pace zu seinem, zu seiner Goldkarte und plus 1 Pace zu seinem Inform. Oder was er hat. Er hat ja noch eine Special Card. Sind nice Stats definitiv. Die SPC kostet rund 150.000 Coins. 5 Sterne Skills am Start, 3 Sterne Weak Foot. Wenn man so einen League-Ear-Spieler im Verein hat oder ein League-Ear-Team, ist das eigentlich schon eine ganz nice Karte. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in-game gut abgeht, hat nice Stats. Ich werde den erstmal nicht machen. Wie lange hat man überhaupt Zeit, ihn zu machen? 4 Tage noch, weil er absolut nicht reinpasst bei mir. Ihr kennt ja mein RTG-Team. Aber wenn er bei euch reinpasst, gönnt euch. Ist eine Karte, mit der man, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben kann. Des Weiteren sind halt, ist Agüero gekommen am Freitag, glaube ich, ist Agüero gekommen. Und ja, das ist wie bei den Icon-SBCs. Steht und fällt mit dem Preis der SBC und dem finde ich einfach, ja, ich finde den Preis einfach zu teuer für die Karte, muss ich sagen. Ist jetzt keine schlechte Karte, aber auch keine übertrieben heftige Karte. Und da ist der Preis einfach zu teuer. Ist meine persönliche Meinung. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Baby-Icon-Set nicht zu machen. Ja, war einfach mein Entschluss, weil ich die Coins noch behalten will, denn es kommt einiges an Content auf uns zu in nächster Zeit. Ich meine, jetzt Dezember. Wir werden Icon-Swaps haben. Wir werden Footmas haben. Footmas alleine wird ja extrem heftig wieder, hoffentlich, wo einige SPCs kommen. Und da will ich jetzt ein bisschen hinsparen. Das sind ja auch die Sachen, die ihr definitiv letztes Jahr auf meinem Channel gefeiert habt, wenn ich immer ein Video zu den aktuellen Footmas-Karten rausgebracht habe. Und das werde ich definitiv dieses Jahr wieder machen. Und da spare ich jetzt ein bisschen hin auf die Footmas-SPCs. Dann haben wir halt sowas bekommen wie 81 plus Dreifach-Upgrade. Ganz coole SPCs auf jeden Fall hier League von den verschiedenen Ligen halt 81 plus Doppel-Upgrade. Da könnten wir auf jeden Fall die Woche auch nochmal ein bisschen aktiv werden, weil ich habe sehr, sehr viele seltene Goldkarten im Verein, die an Trades sind. Und da muss ich Woche für Woche immer wieder Spieler abstoßen, weil ich die wieder ziehe aus den verschiedenen Rewards. Deswegen können wir da auf jeden Fall mal reingehen mit den Low-Rated Rare-Gold-Karten, die ich doppelt habe oder an Trade im Verein. Und
werde ich auf jeden Fall nochmal aktiv werden. Ansonsten kamen halt noch weitere SPCs, wie zum Beispiel diese SPC, die ich hier abgeschlossen habe. Das ist die zwei seltene Spieler 83+. Die kamen zweimal. Da habe ich auch die beiden Packs, die öffnen wir gleich. Ich habe ein 100k-Pack bekommen aus dem Meilenstein für 500 Tore. Irgendetwas, das werden wir gleich auch öffnen. Und Draft Token Pack, weil das aktuell in den Objectives ist. Muss man 5 Siege machen, kriegt man Draft Token Pack. 10 Siege kriegt man ein weiteres Pack. Sollten wir auf jeden Fall auch noch kriegen. Machen wir erstmal das Draft Token Pack auf. Haben wir Henrichs drin, nehmen wir mit, nehmen den Draft Token mit. Dann können wir auch noch draften. Den behalte ich, glaube ich, fürs Team of the Year, weil da wird sich draften lohnen. Zum einen, weil man die Chance hat, eventuell ein Team of the Year zu ziehen, aber weil man auch die Team of the Years im Draft selbst dann testen kann. Und ich würde sagen, ich mache erstmal das 100k-Pack auf und dann die beiden hier. Jo, und dann gehen wir noch rein, denn es kam noch eine weitere SPC, die ich abgeschlossen habe. Ich werde den Spieler gleich zeigen. Es ist natürlich kein Walkout, perfekt. Schade. Es ist Schmeichel. Schmeichel, was hat er für ein Rating? Hat er ein 85er Rating? 84, okay. Ödegaard noch am Start. Und ja, das meine ich. Die sind jetzt hier alle doppelt. Und genau das will ich halt in Zukunft verhindern. Ich könnte die natürlich jetzt alle in diese SPC reinpacken. Der Aufwand ist jetzt aber fürs Video zu groß. Deswegen stoße ich die jetzt erstmal alle wieder ab. Aber genau das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Dass ich diese Untrades einfach mal loswerde. Kommen wir zu den zwei seltenen Spielern, 83+ mindestens. Ich hoffe, wir kriegen hier zumindest einen Walkout. Perfekt. Wahrscheinlich sogar ein 83er, wie ich mein Glück kenne. Holland, LM, es ist Bergwijn. Das ist, glaube ich, sogar 83, ne? Ja, perfekt. Hat sich ja natürlich gelohnt. Super. Geil. Egal, nehmen wir mit. Kann man ja immer wieder gebrauchen. Und im zweiten Pack. Das Packlack hat definitiv nachgelassen auf dem Magic-Account in letzter Zeit. Auch hier kein Walkout. Mit dem Elva Inform-Set habt ihr gesehen. Jetzt hier die Packs sind auch nicht so berauschend. Es ist Werner. Das ist natürlich eigentlich nicht schlecht. Aber für uns ist das sinnlos, weil wir haben den roten Werner, ne? Belastend. Eigentlich ein guter Pull, definitiv. Aber wir können mit dem leider nichts anfangen, weil wir halt den roten Werner haben. Promo-Packs gibt es auch, seltenes Spieler-Pack, juckt uns aber nicht, wir sind auf dem RTG-Account, könnten theoretisch mit Coins öffnen, habe ich aber nicht so Lust drauf. So, am Team hat sich nichts mehr geändert, ich hatte halt überlegt, diesen Jadon Sancho eventuell einzubauen, Ding ist halt, dass wenn ich Sancho hier reinhole, Sancho nicht auf Fullcam ist, Werner nicht auf Fullcam und Mané nicht. Und ich habe es halt mit verschiedenen Formationen probiert. Und hat mir nie so gepasst. Es gibt halt eine Variante, wo ich Sancho auf Fullcam bekomme. Aber dann ist halt Mané auf Cam, Werner auf 8 Chemie und Davis auch auf 8 Chemie. Und deswegen habe ich mich jetzt gegen Sancho entschieden. Obwohl ich schon Bock hätte, den mal zu testen. Ich glaube, dass der sogar ganz nice ist. Und ja, der andere Spieler, den ich vorhin angesprochen habe, der als SPC kam und den ich definitiv empfehlen kann, ist Alessandrini. Sehr geile Karte. Und das Geile daran ist auch, dass er halt aus der chinesischen Liga ist. Sprich, ich könnte ihn linken mit Paulinho, mit Anderson Talisca, Teixeira. Es kommen immer mehr Spieler aus dieser chinesischen Liga, die man zusammenführen kann, die auch ein cooles Team ergeben könnten. Und deswegen habe ich Alessandrini mitgenommen. Er hat auch sehr geile Stats. Kommt bei mir jetzt aktuell nur als Super Sub rein. Deswegen sind die Torbeteiligung und so nicht so nice. Erst 3 Spiele auch. Hat immer 20 Minuten Zeit. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Spieler. Habe auch schon bei einigen Pros gesehen. Die haben den gemacht gestern Abend. Und sogar von Anfang an dann im Qualifier-Team spielen lassen. Weil wir haben ja Restrictions. Und da ist er ganz nice. Und wie gesagt, der hat geile Stats. Also schnell, 97 Beweglichkeit, 90 Balance, 81 Abschluss für einen Flügelspieler ist sogar auch nicht schlecht, 93 Schusskraft, sind auf jeden Fall ein paar geile Stats dabei, ist auch Franzose, sprich, selbst wenn man jetzt irgendwie nicht auf diese chinesische Liga geht, ist es, glaube ich, nicht so schwer, Alessandrini einzubauen. Cooler Spieler, das kurz zum Content, dass wir da nochmal kurz up-to-date sind. Und jetzt gehen wir rein in ein Weekend League Game. Ich nehme natürlich sonntags abends auf. Ich habe auch noch nicht viel gespielt, weil, wie gesagt, wegen dem Qualifier kam ich einfach nicht so wirklich dazu, viel zu spielen. Freitag war ich auch nicht da. Somit habe ich auch einen ganzen Tag der Weekend League verpasst. Und Samstag und Sonntag habe ich halt den Cup gespielt, den Foot Cup. Und dementsprechend stehen wir gerade auch erst 8-0. Ich glaube nicht, dass ich diese Weekend League zu Ende spiele. Ich will wenigstens
Ja, mal gucken, wie weit. Vielleicht, wenn ich in den Rausch komme, spiele ich noch weiter. Dann lasse ich euch auf jeden Fall wissen, wie es ausging. Wir gehen jetzt rein in ein Game zum Abschluss des Videos. So, Gegnerteam, natürlich jetzt nicht so krass heftig, weil wir befinden uns immer noch in den ersten 10 Games. Aber ist trotzdem ein Sweater-Team, ne? Starkes Premier League-Team, ein bisschen La Liga unten links noch. Ja, let's do it, man. Mané. Levi. Golasso. Golasso, wenn der Gegner direkt rausgeht, machen wir noch ein Game. Ja, der Gegner geht raus, dann machen wir noch eins. So, nächster Gegner. Mit einem Bayern-Quartett auf links. Boah, by the way, Freunde, Van Dijk, seine Record-Breaker-Karte. Die geben den plus 9 Pace, plus 1 Pace, plus 9 Pace wäre nice. Plus 9 Passen, plus 1 Pace, plus 1 Defense und ein plus 1 Physis. Und der kostet 1,2 Millionen mehr als die Goldkarte. Lohnt sich halt 0,0, Freunde. 0,0. Tja, Lewandowski ist halt eiskalt, ne? Das war eine perfekte Flanke. Gareth Bale mit rechts auf Paul Pogba. Und der nimmt den perfekten Volley unten links ins Eck. So, ich habe auf Pause gedrückt. Ich wollte nämlich Alessandrini einwechseln. Hauen wir Sané direkt raus. Alessandrini rein, damit ich ein bisschen hier im Video noch zeigen kann. Da ist Alessandrini mit rechts. Er ist ja Linksfuß. Und dann macht er direkt das 2:1, ne? Oh. Da hat sich Mukiele mal richtig lumpen lassen gegen Sané. Belastend. Werner auf Mané und Alisson hält diesen Ball. Wow. Und dann kommt Robert Lewandowski. Haben den schön angewählt, damit er schön mit Tempo da reinkommt, um halt nochmal ein bisschen höher zu springen, ne? Und ein bisschen mehr Wucht hinter den Ball bringen zu können. Perfekt. Lewandowski auf Alessandrini, der hat ihn auf dem linken Fuß. Und ja, gut. Ich habe Alessandrini jetzt mal für die zweite Halbzeit in den Sturm gestellt, neben Lewandowski. Und dafür Werner rausgenommen und für Werner Ansu Fati über außen reingebracht. Gefühlt hat er den Ball ins Tor gepasst. Alessandrini tankt sich da irgendwie durch. Das sind diese Bugspieler, wisst ihr, Freunde? Die da einfach durchkommen, so wie in Ben Yedder letztes Jahr. Ist natürlich ein Dreckstor. Aber, ey, we take it, man, we take it. Das ist eine Freistoßvariante aus dem Lehrbuch, Freunde. Was soll ich euch sagen? Freistoßvariante aus dem Lehrbuch, Timing perfekt. Und Lewandowski haut ihn rein. Let's go. Alessandrini, schön mit der Bridge. Alessandrini! Ich glaube schon, allein dieses Spiel hat gezeigt, wie nice Alessandrini ist, Freunde. Alessandrini, schöner Pass auf Lewandowski. Lewandowski an die Querlatte und Mané macht ihn rein. Schade, dass der nicht direkt reingegangen ist. Das wäre schick. Damit ist das Spiel vorbei. 8-3 gewinnen wir. Wir stehen jetzt insgesamt 10-0. Ich guck mal, ob ich weiter. Also, ich werde definitiv noch ein bisschen weiter spielen. Ob ich komplett durchziehe, bezweifle ich gerade, denn es ist auch schon spät. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich danke euch wie jedes Mal für den Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ich bin raus. Peace out und ciao.